So, dann nochmal einen schönen Tag hier auf den besten MRM-CD aller Zeiten. Wir haben heute noch einen weiteren Vortrag, der auch in den Bereich von Wikis reingeht. Ich freue mich, dass Blinry hier ist. Von Blinry habe ich schon mit einem anderen Tool Erfahrung gemacht. Von OMAGIT habe ich mehr über Git gelernt als im gesamten Studium. Und von daher hoffe ich, dass ich jetzt auch über den Vortrag zum Wiki ein bisschen was mitnehmen kann. Und du hast die Bühne. Dankeschön. Hi, schön, dass ihr da seid und euch Dinge über mein Wiki anhören wollt. Ich bin Blinry, mein Pronomen ist S auf Deutsch und They auf Englisch. Und ich mache so insgesamt irgendwie viele spielerische Dinge mit Bits und Pixeln. So wie, genau, dieses Spiel. Ich habe es hier als Beispiel auch mitgebracht, gerade irgendwie für ein Ding, was ich mal mit Bleeptrack gebastelt habe. Ein Git-Lernspiel. Ich mache manchmal Pixel-Art. Ich habe so Algorithmik-Erkläranleitungen im Stil eines großen Möbelhauses gemacht. Oder sammle Glitch-Bilder. Da könnt ihr Dinge submitten, wenn ihr mal irgendwie spannende und schöne Bugs habt. Und dann spreche ich manchmal mit Leuten und die geben mir so Feedback wie, ich hätte irgendwie so viele Ideen und irgendwie sind davon leicht irritiert oder so. Aber ihr werdet heute mein Geheimnis erfahren, nämlich dieses Wiki-Tool, das ich da verwende. Und das ist wirklich macht einen großen Anteil daran aus, irgendwie, dass ich da solche Arten von Ideen rausziehen, glaube ich. Ja. Also dieses Wiki, das ist wirklich ein Tool, das ich quasi jeden Tag benutze, seit über 12 Jahren. Das, was mir sehr viel bringt irgendwie und was wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden ist, interessanterweise. Und das wird jetzt so ein bisschen der Versuch, euch damit anzustecken, dass das eine gute Idee ist. Es ist außerdem extrem einfach gebaut. Ich habe den gesamten Code auf den Slides, das werden wir uns nachher mal angucken zusammen. Ja. Meine Ziele für den Talk sonst sind, genau, zum einen euch zeigen, wie das funktioniert und wie ich es benutze. Vielleicht euch inspirieren, ob ihr irgendwie auch eins selber bauen wollt und euch dann, wenn ihr Lust drauf habt, euch den Start so einfach wie möglich machen, da mit loszulegen. Und ich dachte, ich fange mal an mit so einem kurzen Überblick, wie dieses Wiki, das ich da benutze, zustande kam. Ich habe 2007 angefangen, ein Tagebuch zu schreiben auf meinem Laptop. Das habe ich einfach in eine Plaintext-Datei getan, weil es mir wie das Einfachste wirkte. Unter Kram reingeschrieben, immer unter Datumsheadern. Und ich habe gemerkt, dass mir das halt irgendwie reicht, das so als Textbasis zu haben. Und das gefiel mir auch so gut, dass ich einfach in den gleichen Ordner, wo das lag, irgendwie mit der Zeit andere Sachen geschmissen habe, wie zum Beispiel eine Datei mit Ideen drin oder irgendwie eine To-Do-Verwaltung oder so, ne, war auch einfach eine Plaintext-Datei oder eine Zitate-Sammlung. Und nach einer Weile erinnerte mich das dann halt selber irgendwie an so eine Wiki-artige Struktur, wo irgendwie mehrere Dinge so parallel nebeneinander liegen und dachte, das wäre jetzt cool, wenn man da irgendwie aufeinander verweisen könnte und Links erstellen könnte. Und dann habe ich einen großen Sprung gemacht und MediaWiki ausprobiert. Das ist die Software hinter der Wikipedia. Ja, da war ich damals irgendwie ein bisschen mehr aktiv als heute und kannte insofern so die User-Sicht davon und dachte, ich installiere mir auch eins auf meinem Server irgendwie und tue dann meine ganzen Infos da rein. Fand ich für den Use-Case so mittelgeil. Ach ja, genau, ich habe mir sogar ein Logo dafür gebastelt. Braindump deshalb, weil es sich so anfühlte für mich, als könnte ich da irgendwie alles aus meinem Gehirn nehmen und da reinschmeißen und dann muss ich es mir da nicht mehr merken. Es fühlt sich ein bisschen so an. Und naja, MediaWiki hatte irgendwie für diesen Use Case ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass es halt Internetzugang braucht, irgendwie in dem Moment, wo ich es aufrufen will. Und wenn ich in einem Zug sitze oder so, habe ich das nicht immer. Und das ist ein bisschen sehr viel, ein bisschen eine Hürde gewesen, dann irgendwie auf Edit zu klicken und die richtige Stelle zu finden und dann rum zu editieren und es wieder zu speichern und so. War mir ein bisschen zu viel Friction in dem System irgendwie. Und deshalb dachte ich, okay, ich glaube, ich muss mir irgendwie was Eigenes, Einfacheres bauen. Und das war die Stelle, wo ich dann irgendwie ein Jahr später ein Mini-Tool gebaut habe namens Vimboy. Ich zeige euch das gleich. Der Name hinter diesem Vimboy ist inspiriert von Tomboy. Das war früher auf dem GNOME-Desktop so ein Ding, dass man dann so eine Notizzettelverwaltung hatte. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch mal über den Weg gelaufen ist. Da sehe ich einen Nicken zumindest. Und das war auch schon ziemlich cool eigentlich so, dass man da irgendwie Text in so ein Fenster schreiben konnte und dann irgendwie ein Wort auswählen, wo man irgendwie eine verwandte Notiz erzeugen wollte und dann ploppt so ein neues Fenster auf. Und dann hat man am Ende des Tages irgendwie 50 Fenster, die aufeinander verweisen und so. Aber halt auch diese Wissenssammlung. Man konnte so ein bisschen Formatierungen daran schreiben und so. Genau, und das irgendwie hatte ich mal benutzt.
dachte, ja, ich mag lieber in einem Editor bleiben, den ich eh schon die ganze Zeit benutze, in meinem Fall Vim, und habe das deshalb so eine ähnliche Struktur für mich selbst nachgebaut. Das war dann Vimboy. Das ist mittlerweile, also ursprünglich war das geschrieben in VimScript, und jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in NeoVim kann man jetzt Dinge hervorragend in Lua schreiben. Deshalb habe ich es irgendwann mal nach Lua portiert. Und das sind jetzt 54 Zeilen. Wie gesagt, ich zeige euch die nachher mal, was das macht. Und das ist im Grunde immer mit der Designentscheidung, also ich mache alles so einfach, wie ich nur kann, damit möglichst wenig Komplexität in dem System ist. Und dann kann auch weniger kaputt gehen, so letztendlich. Genau, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie 12 Jahre her, dass ich dieses System irgendwie so aufgesetzt habe, und offenbar bin ich damit zufrieden genug, dass ich das einfach durchgehend seitdem ohne viel Änderungen, abgesehen von diesem Rewrite, so verwendet habe. Wie das funktioniert ist, dass ich einen Ordner habe mit jeder Menge Textdateien drin mittlerweile, die da einfach parallel nebeneinander liegen. Es gibt keine Ordnerstruktur oder sowas, weil ich mal entschieden habe, das ist irgendwie gar nicht nötig, sondern alles ist so wie in der Wikipedia letztendlich auch irgendwie auf einer Hierarchieebene. Und wenn in diesen Textdateien irgendwie andere Dateien erwähnt werden, hier ist jetzt zum Beispiel die Datei, wo ich mir so Notizen gemacht habe, wie man Blender benutzt, dieses 3D-Grafikprogramm. Wenn ich da jetzt eine Datei auch habe, die Geometry Nodes heißt zum Beispiel, dann wird es halt verlinkt. Wird blau hervorgehoben, und wenn ich mit dem Cursor draufgehe und Enter drücke oder so, dann öffnet sich diese andere Datei in einem Buffer. Und das ist im Wesentlichen alles, aber ich merke, dass das für mich selbst so hilfreich ist, dass das auch reicht. Ne? Was man auch machen kann, ist irgendwie eine visuelle Auswahl machen in Vim und dann Enter drücken, wenn man irgendwie mehrere Wörter oder sowas als Seite anlegen will. Und dann geht halt eine neue Datei auf. Genau, um Links zu machen, gibt es irgendwie ja grundsätzlich so zwei Optionen. Ne? Entweder man macht tatsächlich wie in MediaWiki auch so eine Syntax mit eckigen Klammern, wo man dann sagt, okay, diese beiden Wörter möchte ich wirklich an dieser Stelle verlinken. Oder wie ich mich dafür entschieden habe nach einer Weile, ist, das einfach automatisch zu machen, sobald irgendwie ein Dateiname erwähnt wird. Und ich habe festgestellt, ich habe beides ausprobiert. Ich habe auch angefangen mit so eckigen Klammersyntaxen. Und ich habe festgestellt, ich mag diese automatischen Links einfach total gerne, weil mich das manchmal erinnert, dass ich da ja noch eine Notiz über ein anderes Thema habe und das irgendwie wieder vergessen hatte eigentlich. Und dann wird es halt blau hervorgehoben und dann kann ich da hin und vielleicht ergibt sich da irgendwie eine coole Inhaltsverknüpfung, an die ich nicht gedacht hatte vorher. Es hat auch ein paar komische Quirks, zum Beispiel wenn ich sehr kurze Artikel habe, wie, weiß ich nicht, ich hatte mal einen Vortrag besucht über den Texteditor Ed, geschrieben ED auf einer GPN vor ein paar Jahren. Und seitdem wird immer, wenn ich ein Wort mit ED beginnen lasse, das halt auch verlinkt. Aber es ist okay. Ich finde, also mittlerweile übersehe ich das ein bisschen. Man könnte sicher auch irgendwie Code schreiben, der verhindert, dass zu kurze Sachen verlinkt werden oder sowas. Aber für mich ist das in Ordnung, glaube ich. Und genau, irgendwie so 3 Buchstaben-Abkürzungen kommen manchmal vor und werden dann verlinkt. Aber wie gesagt, ich finde es so einfacher, weil man da nicht so überlegen muss, möchte ich das jetzt hier verlinken oder nicht. Und ich zeige euch als nächstes mal, wofür ich mein Wiki so benutze. Ich habe da eine Auswahl vorbereitet, zum Beispiel irgendwie Zeitmanagement und Taskmanagement, ne? Dass ich irgendwie mehr Dinge aufschreibe, die ich machen will in bestimmten Projekten oder irgendwie mir selber so Strukturen gebe, irgendwie für einen Wochenplan oder so. Das schreibe ich irgendwie in dieses Wiki rein. Genau, ich tracke Ziele oder Habits auch, wenn ich irgendwie was regelmäßig machen will, kann ich mir da so mit Datumsanmerkungen irgendwie Notizen machen, ob ich das gemacht habe oder wie viel oder wie das so lief zum Beispiel. Genau, Reflexionsdinge mache ich relativ viel, dass ich irgendwie am Ende eines Monats mich mal hinsetze und irgendwie schreibe, was lief gut oder was möchte ich nächsten Monat irgendwie anders machen oder so. Dafür funktioniert das ganz gut. Ja, Listen, ganz wichtiges Thema. Ich habe sehr viele Listen in diesem Wiki von allem möglichen Kram. Zum Beispiel von Dingen, also von Filmen, die ich gucken möchte oder so. Und das ist für mich schon ein Habit geworden eigentlich, wenn mir jemand einen Film empfiehlt, dass ich dann irgendwie auf meinem Smartphone dieses Wiki aufmache. Ich erzähle euch gleich, wie das dann funktioniert. Und das notiere. Und das ist super angenehm, einfach Monate später oder so, wenn ich mal Lust habe, einen Film zu gucken, diese Liste hervorholen kann und dann fällt mir ein, ach ja, stimmt, die Person hat mir ja das empfohlen und das wäre jetzt das Richtige oder so. Oder auch für, wenn ich irgendwie random YouTube-Videos finde und sie gerade nicht gucken will, dann kommt sie in eine Liste namens Sehen rein und da finde ich sie dann später wieder.
genauso mit Dingen, die ich lesen möchte, Rezepte, die ich finde, die ich mal kochen möchte oder Computerspiele, die ich mal spielen will. Oder auch Ideen, genau. Das ist so ein wichtiges Ding irgendwie, dass auch da, wenn ich mit einer Person quatsche und wir kommen irgendwie zusammen auf die Idee, man müsste eigentlich mal Folgendes umsetzen, dann schreibe ich das halt an die richtige Stelle in so einer Ideensammlungsdatei. Und das ist für mich total wertvoll, weil ich dann da halt so eine Sammlung von irgendwie Ideen habe, wo ich mir offenbar zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben mal vorstellen konnte, daran zu arbeiten. Und davon sind dann, also wenn ich später drauf gucke, finde ich nicht immer alle gut. Aber dann kann ich die halt ein bisschen sortieren und irgendwie die guten wieder rauspicken. Ich benutze das Wiki als Adressbuch irgendwie, wenn ich von Leuten Kontaktdaten aufschreiben will oder so, ist das so der erste offensichtliche Ort, wo das hinläuft. Irgendwie Notizen über Projekte, auch genau Lernprojekte können das sein. Ne? Irgendwie in der Uni habe ich das halt viel benutzt, um mir Notizen zu machen. Genau, das Tagebuch gibt es immer noch, irgendwie Mental Health Dinge, wenn ich irgendwie in Therapie was lerne und irgendwie Dinge bearbeiten will, habe ich da wahrscheinlich eine passende Datei, wo ich Kram reinschreiben kann. Einkaufslisten gehen da ganz gut rein. Wunschzettel, wenn ich mir irgendwas kaufen will. Genau, Random-Sammlung von spannenden Dingen. Ich habe eine Zeit lang so einen Adventskalender von irgendwie obskuren Sachen gehabt. Und da war dann irgendwie so eine wichtige Sammlung immer von irgendwie, okay, etwas Überraschendes, Merkwürdiges läuft mir im Weg, dann sammle ich das da halt auch. Genau, Sachen, die ich lernen will. Reisepläne oder Reiseberichte. Ich schreibe da manchmal Träume rein, wenn ich dran denke. Packlisten ist sehr praktisch, dass wenn ich vor einer Reise irgendwie möglichst minimalistisch irgendwie in einen Urlaub fahren will oder sowas, kann ich da durch die Sachen durchgehen und dann vergesse ich zumindest nichts Wichtiges. Checklisten für alle möglichen Sachen, irgendwie wie man vernünftig eine Wohnung sauber macht oder Zitate-Sammlungen. Genau, was haben wir noch? Notizen über meine eigene Gesundheit irgendwie, wenn ich da bestimmte Messwerte habe oder Dinge, die irgendwie wichtig sind, schreibe ich die da rein. Genau, Zeit-Tracking hatten wir im Grunde schon für Projekte auch, wie viel Zeit ich da reinstecke. Da habe ich mir dann irgendwie ein Format ausgedacht, in dem ich das reinschreibe. Dokumentation, die ich an mich selbst schreibe, also weiß ich nicht, wie ich meinen Server konfiguriert habe, damit ich das in 5 Jahren noch reproduzieren kann. Gelddinge, was für Essen ich gut fand, wenn ich irgendwie 20 Sorten Schokolade verglichen habe, wenn die darin sortiert. Das passiert manchmal. Genau, irgendwie Notizen über Gewichtsabnahme zum Beispiel, Notizen über Events. Es gibt auch eine MRM-CD-Seite, wo ich irgendwie Kram reinschreibe, den ich lerne oder so. Kaufentscheidungen für spätere Reproduktionen, Rezepte, Cheat-Sheets für wie man Sachen benutzt oder wie viel Porto man auf welches Paket kleben muss. Das ist ganz praktisch, irgendwie Datei aufmachen zu können und dann ist das da drin. Buchzusammenfassungen, Kleidergrößen, genau, irgendwie Notizen in Vorlesungen und noch sehr viel mehr. Aber das war so das, was mir einfiel irgendwie, wo ich dachte, das sind tatsächlich die Sachen, wo ich es irgendwie täglich mal aufklappe oder sowas und Kram reinschreibe. Genau, also nicht alles davon jeden Tag, sondern an jedem Tag irgendwie mal was davon. Ja. Statistiken habe ich mal geguckt für diesen Talk. Es gibt in dem Wiki mittlerweile 1700 Seiten. Das sind 9 Megabyte Text. Wenn man da so dieses Word-Count-Tool draufwirft, dann sagt es sind 3,8 Millionen Buchstaben. Und das ist ungefähr so viel wie das Neue und Alte Testament zusammen, habe ich jetzt im Vergleich rausgeguckt. Also ich habe mir selbst eine Bibel geschrieben, wenn man so will. Und was mich dann auch überrascht hat, als ich das nochmal aus einer anderen Perspektive angeguckt habe, ist, das ist, seit ich es benutze, dann so, als hätte ich jeden Tag 800 Zeichen reingeschrieben. Das hat mich schon überrascht, dass das so viel ist. Aber das zeigt euch irgendwie, dass ich da regelmäßig Sachen reinschreibe zumindest. Die längste Seite ist 200 Kilobyte groß. Das ist tatsächlich diese Tagebuchsdatei. Und die kürzeste ist 3 Byte lang. Die enthält literally ein Smiley und einen Zeilenumbruch dahinter. Genau, und es sind 2700 Commits drin. Wie das mit Git zusammenarbeitet, erzähle ich euch gleich auch noch. Und die Datei, die ich am längsten nicht mehr bearbeitet habe in diesem Wiki, heißt
Morgenseiten auf Deutsch. Das ist irgendwie so eine Technik, wo man sich hinsetzen kann und dann morgens, um den Kopf freizukriegen, irgendwie eine Bildschirmseite volltippen, ohne anzuhalten. Das habe ich genau zweimal gemacht und dann habe ich wieder aufgehört und deshalb liegt die da seit 10 Jahren rum oder so. Nun ja. Ich habe mal ein Visualisierungstool auf das Wiki geworfen und dachte, das findet ihr vielleicht auch interessant, namens Gores. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das tut man auf ein Git-Repo und dann gibt es so eine visuelle Hervorhebung, wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Und ich zeige euch das mal. Gucken, ob das klappt. Genau. Ja, also das oben seht ihr irgendwie die Zeitachse quasi und die Leute, die da rein committen in dieses Git-Repo, fliegen rum und irgendwie, ich glaube, grüne Bubbles sind dann welche, die hinzukommen und rote sind welche, die sich entfernen. Und naja, letztendlich seht ihr hauptsächlich, dass es keine Ordnerstruktur gibt. Alles ist so auf einer Ebene und das ist ein großer zusammenhängender Blob. Und ihr seht auch, dass da irgendwie mehrere Leute drin rumschwirren. Das ist dann auch wieder so eine Mobilanwendung, wo ich von meinem Smartphone aus irgendwie was editiert habe quasi. Zeige ich euch gleich noch. Und ja, genau, halt irgendwie inhaltlich zu allem Möglichen. Da sehe ich ein paar Rezepte aufploppen oder irgendwie verschiedene Projekte, die ich mal bearbeitet habe oder so. Ja, und ganz am Schluss kommt noch diese Schwebeperson und macht ein Mini-Dings, was da abweicht. Da habe ich nämlich doch mal ausprobiert, jetzt vor ein paar Wochen, wie das wäre, wenn ich Ordner hätte und da irgendwie Sachen reinschmeiße. Deshalb ist da jetzt so ein Ordner mit zwei Sachen drin quasi. Aber ich habe das gemacht und habe dann echt entschlossen, ich brauche das irgendwie nicht. Das ist nicht der Use Case, dass ich da Sachen hierarchisch anordnen will. Was mir nicht gefällt an meinem System ist zum Beispiel, dass ich da keine Grafiken drin habe. Alles ist Plaintext. Ja, und das ist schade. So, weil manche Sachen kann man sich halt grafisch doch besser vorstellen. Das, was ihr hier seht, ist wahrscheinlich irgendein Spieldesign, das ich mal versucht habe, mir zu überlegen für einen Game Jam. Und das könnte man auch in ASCII versuchen, aber da wäre man nicht besonders glücklich mit. Und da irgendwie doch einen Stift zu nehmen und drin rummalen zu können, ist schon auf Papier sehr schön. Das hätte ich eigentlich auch gerne in so einem digitalen Setting, dass ich da einen Stift nehmen und irgendwie reinmalen kann, aber ist halt bisher nicht drin. Und das ist eins, wo mir manchmal auffällt, dass mir das fehlt. Und dass ich so dieses digitale ASCII-Wiki und irgendwie ein Papiernotizbuch noch nebeneinander benutze. Ja, genau, nochmal die Sache mit der Hierarchie. Es kommt manchmal vor, dass ich irgendwie ein großes Projekt anfange und da irgendwie eigentlich Unterseiten für haben will. Und dann habe ich das schon manchmal so gemacht, irgendwie 2-3 Mal, dass ich dann tatsächlich einfach ein zweites Wiki anfange für dieses Projekt. Und da sind dann die entsprechenden Sachen drin. Das ging auch so. Ja, aber letztendlich finde ich es fast für mich eher einen Vorteil, dass ich da nicht drüber nachdenken muss, wo tue ich jetzt was hin? Gehört das irgendwie ist das eine... In der Unterkategorie der Ideen, ist das jetzt eine Coding-Idee oder ist das irgendwie eine gesellschaftliche Idee oder so? Und wenn ich es nie kategorisieren muss, ja, finde ich das sehr einfach und angenehm. Ja, und so zusammenfassend, was ich schön finde an diesem Ansatz, so diese Informationen an einem Ort zu haben, ist halt, dass es einen offensichtlichen Ort gibt, wo ich Dokumentation beliebige Art hintun kann. Ich muss nicht drüber nachdenken, mache ich jetzt eine neue Textdatei auf, irgendwo in einer Ordnerstruktur, weil ich weiß ziemlich genau, okay, ich mache halt eine Seite im Wiki und nenne die dann nach dem Thema und dann ist es erstens leicht, die anzulegen und zweitens leicht, die wiederzufinden später, wenn ich die nochmal brauche. Ich kann da sehr schnell drauf zugreifen, das zeige ich euch auch gleich. Und so ein bisschen im Sinne dieses Braindump-Namens, den ich vorhin hatte, ist es halt auch so ein Ding von, okay, ich nehme Dinge, die mich beschäftigen oder die ich mir merken will und schreibe die da rein und dann ist es da halt und ich kann später wieder drankommen. Und das fühlt sich sehr gut an. Und genau, diese Sache mit, manchmal gibt es irgendwie Verlinkungen zwischen zwei Seiten, die ich schon habe und dann ploppt da irgendwie eine neue, coole Kombination von Sachen auf. Und das ist sehr schön. Als nächstes zeige ich euch, wie das Wiki technisch funktioniert. Ich habe schon gesagt, das ist eine sehr einfache Struktur mit einem einzelnen Ordner, wo diese Textdateien drin liegen. Ich tue das immer in meinem Home-Verzeichnis in /permanent/wiki. Und da ist so ungefähr Markdown drin. Das gibt jetzt keine Vorschriften, dass das so zu sein hat oder so, aber es ist halt ganz gut zu lesen irgendwie. Wie mit so, genau, irgendwie Strichen für Anführungszeichen, für irgendwelche Aufzählungslisten oder so.
Überschriften und so ist sehr Markdown-y, weil ich das halt auch in anderen Kontexten benutze. Und der Kern davon, wie dieses Wiki, wie die Wiki-Software dann funktioniert, ist halt, dass ich in Vim den richtigen File-Type setze. File-Type ist ja eigentlich für, okay, das ist jetzt ein Python-Programm oder ein C-Programm oder ein Rust-Programm oder so. Und da setze ich jetzt halt auch für die Dateien in diesem Directory den File-Type auf Vimboy. Das geht so, wie ihr das hier in der Konfiguration seht. Ich würde sagen, diese Codeblöcke, die jetzt kommen, sind so ein bisschen optional für den Talk. Wenn ihr da Bock drauf habt, das zu verstehen, oder wenn ihr später mal das irgendwie gebrauchen könnt oder so, könnt ihr euch das gerne angucken. Wenn ihr noch nie was von Lua gesehen habt und das euch verwirrt, ist das auch völlig okay. Ja, aber letztendlich, was hier passiert, in meiner NeoVim-Config schreibe ich so ein Autocommand, was angewendet werden soll, wenn ich einen neuen Buffer, also in einem Buffer eine neue Datei aufmache oder wenn ich einen Buffer lese. Und der sagt dann, okay, wenn das Pattern dieser Datei in dem Ordner Permanent Wiki ist, dann passiert so ein Callback, wo der File-Type auf Vimboy gesetzt wird. Und dadurch regel ich diese Zuordnung quasi, weil die Dateien in meinem Ordner haben halt keine bestimmte Dateiendung oder so. Ne? Das kann man eigentlich nur an deren Speicherort erkennen, dass sie da zugehören. Das ist so das initiale Ding, dass sie diesen File-Type bekommen. Und dann liegt in dem Ordner, wo man Vim-Plugins hin tun kann. In meinem Fall ist das zum Entwickeln unter diesem kompliziert langen Dateipfad einfach ein Ort, wo Vim hinguckt, wenn es startet, ob es da vielleicht ein Plugin findet. Wenn ihr das irgendwie über einen Vim-Paketmanager installiert, ist das auch irgendwie so, aber dann müsst ihr euch damit nicht auseinandersetzen zumindest. Da liegen zwei Dateien drin. Zum einen so eine Syntax-Highlighting-Datei. Das kennt ihr irgendwie von Programmiersprachen, dass die dann hübsch gehighlightete Codewords kriegen. Und damit mache ich diese blauen Links, zeige ich euch gleich. Und die andere Datei ist ein File-Type-Plugin für diesen File-Type. Und der macht so Sachen wie Mappings auf meiner Enter-Taste für bestimmte Fälle und was dann passieren soll. Genau, und wir fangen jetzt mit dieser Syntax-Datei an. Die sagt verschiedene Dinge, zum Beispiel, dass ich eine neue Highlighting Group erzeugen will, namens Vimboy Link. Und dass die verlinkt werden soll mit der existierenden Highlighting Group underlined. Das ist eine vordefinierte Highlighting Group in Vim, die ist halt meistens so dargestellt, dass sie blau ist und unterstrichen. Und das ist für meine Zwecke halt genau das Richtige. Deshalb sage ich einfach, ich möchte übernehmen, wie das aussieht quasi. Dann cleare ich alle Syntax-Matches, die es schon gibt dafür. Das ist dafür, falls ich mal irgendwie während ein Buffer offen ist, diese Definitionen verändern will, dann sind die alten erstmal weg. Und das ist ein Clean Slate quasi. Ich hole mir das Grundverzeichnis der aktuellen Datei. Das ist dann halt der Ordner, in dem sich mein Wiki befindet. Und dann loop ich da durch in Vim. Man kann mit diesem readDir-Befehl alle Dateien auflisten, die in dem Ordner sind. Und für jede Datei, die ich da finde, mache ich dann einen neuen Syntax-Match. Das ist dieses Befehl hier. Und da kommt jetzt ein Beast mit vielen Backslashes. Und da dachte ich, das ziehen wir jetzt auch nochmal raus. Also nochmal kurz zur Bedeutung. Für jede Datei, die ich da habe, sage ich, okay, genau dieser Dateiname soll jetzt ein Syntax-Match für diesen File-Type sein, was dann später dazu führt, dass er blau gehighlightet wird. Ja, das ist genau das, was ich will. Und dieser reguläre Ausdruck, der da steht, ist immer so aufgebaut, wie ihr das da seht. Also Backslash C, Backslash Groß V, Backslash Spitze Klammer auf und dann kommt der Name der Datei. Was sollen diese drei Dinge? Gucken wir uns das mal an. Backslash C ist Ignore Case. Das heißt, egal, ob ich jetzt den Dateinamen groß oder klein erwähne, ich möchte trotzdem, dass das ein Link wird. Ja, das ist manchmal in einem Satz praktisch, wenn ich da irgendwie klein weiterschreibe, aber die Datei ist eigentlich groß geschrieben oder sowas. Backslash Groß V ist sehr cool in Vim. Das ist der Very No Magic Switch. Und das bedeutet, dass möglichst wenig Sachen in dem regulären Ausdruck eine Spezialbedeutung haben sollen. Ne, weil sonst hätten so Sachen wie Plus und Punkt und Fragezeichen und so irgendwie ja oft in regulären Ausdrücken eine besondere Bedeutung. Und dieses Very No Magic macht das halt aus und sagt, okay, es muss was sehr explizit mit Backslash gepräfixt sein, damit das eine Spezialbedeutung kriegt. Hier möchte ich, dass es sehr nicht magisch ist.
Und Backslash, Schlüsselklammer auf, bedeutet dann, es soll am Anfang eines Wortes sein, dieser Match. Da habe ich auch verschiedene Sachen mal ausprobiert, zum Beispiel Matches überall, auch in einem anderen Wort. Aber das waren mir dann doch wirklich tatsächlich zu viele Links, wenn jedes ED zum Beispiel, egal wo es steht, gehighlightet wird. Deshalb lieber nur am Anfang eines Wortes. Ja, das ist wie diese Regular Expressions in dem Skript funktionieren. Und das war auch die gesamte Syntaxdefinition des Plugins. Jetzt haben wir noch diese zweite Datei, die die Mappings steuert und was passieren soll, wenn man Enter drückt. Da gehen wir auch mal zusammen durch. Diese beiden oberen Zeilen sagen, okay, wenn ich im Normal Mode oder im Visual Mode Enter drücke, dann sollen diese beiden Funktionen ausgeführt werden. Einmal soll der Link, der unter dem Cursor ist, geöffnet werden und zum anderen soll, wenn ich eine visuelle Auswahl habe, das geöffnet werden als neue Seite quasi. Genau, das ist das Erste. Dann kommt noch sowas wie, wenn ich jetzt tatsächlich einen neuen Buffer betrete oder den aktuellen Buffer lösche, dann möchte ich in allen anderen Buffern einmal diese Syntax-Matches aktualisieren, weil jetzt entweder ein Link dazugekommen ist oder ein Link weggefallen. Und dafür ist dann dieses do auto all Syntax-Command in Vim. Dann haben wir diese Funktion da definiert. Open link under cursor ist frustrierend kompliziert in Vim, finde ich, wie man das machen muss. Alles, was ich will, ist ja zu gucken, okay, auf dem aktuellen Link, wo ich bin, ich möchte den Content dieses Links wissen und das dann öffnen als Datei. Und ich habe ganz schön viel Zeit investiert, das noch zu versuchen zu kürzen, wenn jemand von euch voll Vim-Pro ist und da irgendwie bessere Ideen hat, wie man an das aktuelle Syntax-Element kommt. Kommt nachher unbedingt zu mir. Ich würde das gerne noch mehr zusammenschmelzen. Aber das ist so der kürzeste Weg, wie ich gefunden habe, wie das geht. Also das holt sich die aktuelle Spalte des Cursors, wo der Cursor in der Datei, in der aktuellen Zeile positioniert ist. Und dann gibt es zwei Fälle. Entweder der ist jetzt wirklich auf einem existierenden Link, dann machen wir ein bisschen Dinge, um rauszufinden, was der Content ist und öffnen das. Oder wir sind gar nicht auf einem Link, das heißt dann eher sowas, wir möchten das aktuelle Wort als neue Seite öffnen und dann passiert hier so ein VIW-Befehl, das wählt das aktuelle Wort visuell aus und dann kommt diese Open Visual Selection Funktion. Ja, und im oberen Fall, wo wir auf einem Link sind, holen wir uns die Länge der Zeile und gehen dann im Grunde vom Cursor aus in beide Richtungen und gucken, wann wir den Link verlassen. Das, wie gesagt, ist der schnellste oder der kürzeste Weg, wie ich hingekriegt habe, herauszufinden, von wo bis wo dieses Syntaxelement geht. Und dann merken wir uns dann auch die Spalten jeweils und holen uns den Bereich aus der aktuellen Zeile raus und tun dann das als Befehl in OpenPage rein, als Argument, und öffnen dann diesen Inhalt. Und genau, was wir da jetzt in der Funktion noch nicht wissen, was das ist, ist dieses find end of link. Das ist im Grunde ein bisschen hübscherer for loop. Ich habe ihn hier mal hingeschrieben. Das fängt irgendwo an in einer Zeile und geht zu irgendeiner Zeile und diff ist dann entweder 1 oder minus 1, je nachdem in welche Richtung man will. Und das macht das halt so lange, bis es vom Link runtergelaufen ist und gibt dann die Spalte zurück, damit wir die Position kennen. Das benutzt als Unterroutine dieses isOnLink. Das guckt, ob der Cursor gerade auf einem Syntaxelement ist. Das ist diese hitSynStack-Funktion. Und wenn die größer 0 ist, oder wenn die Länge dieses Arrays, das da rauskommt, größer 0 ist, dann sind wir auf einem Syntaxelement. Und dann kann es true zurückgeben. Ja, und so funktioniert das irgendwie, diesen Link rauszukriegen. Die andere Funktion, die wir noch gesehen haben, ist dieses OpenVisualSelection, wo man irgendwie eine visuelle Auswahl in Vim hat und das dann als Seite öffnen will. Das funktioniert so, dass es erstmal einfach frech Escape drückt, um diese visuelle Auswahl wieder wegzukriegen. Und dann gibt es in Vim diese beiden Marker hier, die einem sagen, von wo bis wo die visuelle Auswahl ging. Und das holen wir uns dann als Content und öffnen diese Seite. Und die letzte Funktion, die wir brauchen, ist dieses Open Page. Das ist jetzt ziemlich zentral, ne? Das kriegt irgendwie den Namen der Seite, die ich öffnen will, und macht das in einem neuen Vim-Buffer auf. Und eigentlich wäre das ja voll einfach, dass man sagt, okay, ich nehme halt den Namen und öffne die Datei. Ich habe da aber jetzt noch einen Zwischenschritt reingebaut, nämlich wenn, ich hatte gesagt, mir ist manchmal Groß- und Kleinschreibung egal. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Link habe, der
kleingeschrieben Ideen oder sowas enthalten würde, theoretisch. Dann möchte ich, sobald es die großgeschriebene Version gibt, trotzdem die öffnen. Und dafür ist diese Funktion da, die guckt irgendwie, ob es präzise diese Datei gibt. Und wenn ja, öffnet es die. Und wenn nicht, dann scannt es nochmal alle Dateien im aktuellen Ordner durch. Und wenn da irgendwie eine andere Variante sich vorfindet, die anders gecased ist quasi, dann nimmt es halt die. Genau. Das war jetzt schon ganz schön viel Code, ganz schön schnell, aber das ist jetzt auch alles tatsächlich. Also das ist das komplette Plugin gewesen. Und das habe ich euch ein bisschen nicht unbedingt gezeigt, damit ihr jede Zeile versteht, sondern irgendwie, dass ihr so ein bisschen einen Überblick habt, wie komplex dieses Biest ist. Auch so ein bisschen unter dem Hintergrund von, wenn ihr euch das für einen eigenen Editor mal selber bauen wollt oder sowas, dann ist das überschaubar. Das ist das Plugin gewesen. Es gibt jetzt noch ein paar Tools, die mit der Zeit so drumherum entstanden sind, die ich euch zeigen will. Zum Beispiel ein Shell-Skript namens W. Einfach der Buchstabe W. Den benutze ich, um Seiten aufzumachen. Wenn ich in einem Terminal bin und dieses W-Skript starte, dann passiert so ein Fuzzy Finder. Also es macht eine Liste auf von allen Seiten in meinem Wiki. Und dann kann man so ein bisschen irgendwie Teile davon tippen und dann kriegt man halt immer besser selektiert, was man da haben will. Das war gerade MMCD, hier ist irgendwie Vim, dann erstmal alles, was Vim enthält. Und wenn man noch weiter einschränken will, tippt man halt weiter. Oder irgendwie auch so, die müssen nicht unbedingt hintereinander kommen. Ne? Wenn ich nach OMG suche, kriege ich auch irgendwie die Seite zu OMGit zum Beispiel. Und das erlaubt mir halt extrem schnellen Zugriff darauf. Ich glaube, dass ohne dieses Skript würde ich das nicht so gerne benutzen. Aber so klinge ich halt irgendwie in 2 Sekunden oder sowas irgendwie eine Seite auf. Und das finde ich sehr wichtig und sehr praktisch. Und dieses W-Skript habe ich hier auch mal hingedruckt. Das benutzt FD. Das ist so eine bisschen modernere Alternative zum Find-Command und listet im Grunde auch so alle Unterdateien in einem Ordner auf und pipet das dann rein in FZF, diesen Fuzzy Finder. Den kennen manche von euch vielleicht auch aus anderen Kontexten, dass man so irgendwie eine schnelle Auswahl in einer langen Liste machen kann. Und der Rest der Zeile sorgt dann im Grunde nur dafür, dass wenn ich was Neues da reintippe, was es noch nicht gibt, dass das dann auch als Seite geöffnet wird. Und in dem Else-Zweig ist, wenn ich dem W-Ding ein Argument gegeben habe, naja, dann öffne ich halt das auch, ohne dieses Fuzzy Finding drumherum. Das W-Skript hat auch Tab-Completion für die Fish-Shell. Ich glaube, das gucke ich jetzt nicht im Weiteren an, aber ist halt in manchen Kontexten praktisch, dass man W, Leerzeichen, bla bla, Tab oder sowas drücken kann und dann irgendwie kriegt man auch diese Seite schnell auf. Und an der Stelle eine Referenz zu einem Vortrag, den es gestern gab. Woher weiß die Shell, was sie tun soll, wenn ich Tab drücke? Wenn ihr das in der Aufzeichnung seht zum Beispiel, könnt ihr da bestimmt auf media.ccc.de gucken und ihr hier im Raum halt später. Die Sache mit dem, es ist im Grunde Markdown, was ich da reinschreibe, wollte ich noch ein bisschen ausführen. Für Überschriften zum Beispiel gibt es in Markdown ja 2 Möglichkeiten, wie man das schreibt. Ja, entweder man macht so Unterstreichungen von den Überschriften für irgendwie die obere Ebene von Headern und die untere Ebene. Oder man benutzt so Rauten. Und ich sehe öfter irgendwie diese Rautensyntax. Ich habe aber festgestellt, ich mag es in Plaintext-Dateien ziemlich gerne, wenn man dieses Unterstreichungsformat benutzt, weil es so sehr leicht zu finden ist. Ne? In einer großen Datei oder sowas kann man schnell scannen auf so eine doppelt unterstrichene Zeile oder sowas und das dann finden. Und auch um das schneller zu schreiben, habe ich mir Mappings gebaut in Vim. Was das macht, ist, es im Grunde kopiert es die aktuelle Zeile und ersetzt darin dann alle Zeichen durch entweder einen Bindestrich oder ein Gleich. Und das habe ich mir gemappt auf Komma, Minus und Komma, Gleich. Und dann kriegt man das schnell hin. Genau, kann ich empfehlen. Und in Fällen, wo ich irgendwie so eine Art Logbuch zu Projekten führe, möchte ich manchmal Timestamps haben. Das sind dann halt auch ganz praktische Abkürzungen, die man haben kann, wo man irgendwie D-Tab tippen kann, um das aktuelle Datum zu kriegen. Oder DT, Date and Time, um so einen genaueren Timestamp zu haben. Ich benutze dafür Ultisnips. Das ist ein Vim-Plugin, was das mit so einer Definition hier ermöglicht, solche Snippets zu haben. Da gibt es aber auch alle möglichen anderen. Für Listen habe ich irgendwie meistens das Format, dass ich
Bindestriche benutze irgendwie für die einzelnen Punkte und dann so ein paar Zeichen noch mit Spezialbedeutung belegt habe, zum Beispiel Plus ist irgendwas Abgeschlossenes oder ne, ein Film, den ich geguckt habe schon oder so. Das war jetzt auch irgendwie so das kleinste Ding, was mir einfiel, wie man das markieren kann. Manchmal tue ich auch ein Fragezeichen hin, dann ist der Status unklar oder so. Tilde heißt meistens, es ist, naja, so ungefähr abgeschlossen, aber auch nicht so ganz. Und ein X heißt meistens, ich habe es abgebrochen oder so. Das sind dann so meine internen Bedeutungen innerhalb von Listen quasi. Und da gibt es dann hier zum Beispiel dieses Mapping namens, also es ist einfach, wenn man Plus drückt, wird das erste Zeichen in der aktuellen Zeile durch ein Plus ersetzt, sofern es eins von diesen fünf kurzen Zeichen ist. Das kann man halt schnell benutzen, um irgendwelche Sachen abzuhaken. Genau, und manchmal kommt es vor, dass ich Listen irgendwie besser sortieren will oder irgendwie Ideen priorisieren oder so. Dann nehme ich diese Liste und schreibe da Zahlen vor, zum Beispiel von 0 bis 5 oder so, und sortiere die dann in Vim irgendwie numerisch quasi aufsteigend oder absteigend, je nachdem, was ich da gerade brauche. Genau, es gibt so Autosave-Plugins für Vim, das benutze ich ganz gerne, dass ich nicht dran denken muss, eine Datei zu speichern, sondern dass das einfach immer dann passiert, wenn ich den Edit-Modus verlasse quasi, den Insert-Modus. Und ich glaube, das hat mir schon ein paar Mal den Hintern gerettet, wenn ich irgendwie sonst nicht dran gedacht hätte, was zu speichern oder mein Laptop, irgendwie der Akku war alle oder sowas. Und mit diesem Autosave hatte ich dann halt trotzdem noch, was ich da gerade reingetippt habe. Für eine Suche, das ist ja irgendwie ein Ding, was man in Wikis schon manchmal ganz gut gebrauchen kann. Ich auch, definitiv. Ist aber jetzt nichts im Plugin drin oder sowas, sondern ich benutze halt RipGrep, ein Kommandozeilentool, was im aktuellen Ordner rekursiv in Inhalten sucht. Also hier im Beispiel habe ich jetzt nach dem Wort Graph gesucht, zum Beispiel mit RG Graph. Und dann hat es halt schon einfach ohne Konfiguration eine ganz schöne Darstellung von, hier sind übrigens die Orte, wo ich dieses Wort gefunden habe. Und das reicht mir völlig, irgendwie das so zu machen mit einem Tool, was mit nichts anderem verbunden ist eigentlich, aber halt dafür da ist, irgendwie so schnell Dinge zu suchen. Manchmal will ich Tabellen haben. Das ist jetzt schon ein wilderes Biest. Es gibt ein Plugin namens Vim Table Mode. Und da kann man sich kleine ASCII-Tabellen malen. Und wenn das Plugin an ist, dann werden diese Spalten irgendwie hübsch formatiert, sodass alles untereinander ist. Und das kann sogar auch so kleine Rechenoperationen. Also hier habe ich irgendwie, da habe ich mal DSL-Verträge verglichen, schon vor längerer Zeit. Und wollte dann halt irgendwie zum Beispiel sowas wissen wie, was ist der effektive Preis pro Monat? Und da kann man sich in diesem Table-Mode-Plugin eine Formel für schreiben, für diese Spalte, die dann aus anderen berechnet wird quasi. Wenn ich wissen will, wann ich etwas in die Datei geschrieben habe, kann man ganz gut Gitblame benutzen, wo man dann sieht, okay, wann ist das mal in einen Commit reingekommen? Also in diesem Fall jetzt irgendwie auch auf einer Rezeptesammlung. Weiß ich nicht, wann habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mal Gnocchi-Auflauf machen will? Offenbar im Juni 2022. Ich bin nicht ganz sicher, warum ich dieses Beispiel genommen habe. Da ist es nicht besonders wichtig, das zu wissen. Aber so kriegt man es halt raus. Und es gibt ein Miniskript, das ich noch euch zeigen will, nämlich das PL-Skript, kurz für Packliste. Das nimmt meine Packlistendatei und tut sie an so einen temporären Ort. Und dann macht es das mit Vim auf und dann kann ich halt da Zeilen rauslöschen, ohne dass ich das Original kaputt mache quasi. Das ist ganz gut, um da irgendwie schnell durchzugehen, nichts zu vergessen. Vorhin gab es einen Talk über Obsidian, so ein Notiztool. Komme ich auch gleich noch ein bisschen zu. Und da gab es zu sehen eine sehr coole Ansicht, wo man für jede Seite in so einer Informationsdatenbank eine kleine Bubble hatte und die ist dann verbunden mit den Sachen, die damit verlinkt ist. Da dachte ich auch mal vor ein paar Jahren, ich möchte das auch haben und gucken, wie das aussieht. Und habe ein Skript geschrieben, was mit so einem automatischen Graphing-Routing-Algorithmus irgendwie einen Graphen malt, wo alle Sachen mit allen anderen Verlinkten verbunden sind. Und ich zeige euch jetzt das Ergebnis davon. Das war ein nicht so erfolgreiches Projekt, würde ich sagen. Ich zoome da noch mal ein bisschen rein. Das ist hier am Rand so. Ich glaube, das ist dann doch ein Nachteil von dem automatischen Verlinken, dass halt sehr vieles mit sehr vielem anderen verbunden ist. Das würde vielleicht funktionieren, wenn ich den Kontext
einer Seite angucke und mit welchen anderen Seiten das alles verbunden ist. Aber eine Gesamtansicht ist da wohl nicht so hilfreich. Gut, dann hatte ich noch das Thema erwähnt, ich habe das irgendwie auch auf meinem Smartphone dabei. Wie mache ich das denn, dieses Mobile Syncing? Das ist für mich erstaunlich wichtig, irgendwie das immer dabei zu haben. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, mir gerade der Name irgendeiner Person nicht einfällt, die ich aber vor einem Jahr mal getroffen habe, dann ist es auf dem Smartphone irgendwie sehr leicht, wenn ich das dabei habe, das nachzugucken. Und insofern habe ich mir da auch recht schnell Lösungen für gebaut. Ursprünglich war das mal, da habe ich an der Uni irgendwie gerade E-Android-Dev-Kram gemacht und dachte, ich baue mir eine Android-App. Das war Roboboy. Und da sah man auch im Grunde eine Liste dieser Seiten drin. Wenn man die aufgemacht hat, hatte man da die Links hervorgehoben und konnte draufdrücken und so. Und das Ganze mit irgendwie Git-Sync und so. Hat gut funktioniert, hat mich recht glücklich gemacht, das zu haben. Ich habe aber irgendwann festgestellt, das ist halt ein zweites Projekt, das ich maintainen muss und das um Vielfaches komplexer ist. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und da konnte halt, also es hatte auch Bugs und konnte irgendwie auf lustige Arten kaputt gehen und so. Und erst vor 2-3 Jahren oder so habe ich dann realisiert, dass man ja auch auf dem Android-Gerät ein Terminal haben kann. Es gibt dieses Termux. Ich finde das super Projekt irgendwie, um so Kommandozeilentools unterwegs ausprobieren zu können. Und da hat man dann halt ein Environment, wo man Debian-Pakete installieren kann, zum Beispiel auch ein Vim. Und deshalb habe ich da jetzt einfach auch NeoVim drauf und bin damit sehr glücklich. Und das ist halt die gleiche Codebasis wie auf dem Laptop. Und dadurch kenne ich auch irgendwie die ganzen Shortcuts, die ich eh schon benutze und kann das so ausführen. Kann ich empfehlen. Es gibt über der Tastatur in Termux diese Zeile von so Shortcut-Knöpfen. Man kann das gar nicht so gut erkennen auf dem Beamer, glaube ich, aber es ist vorne ein Tab, dann kommen die vier Richtungszeichen und dann ein Tastaturzeichen zum Tastatur-Ein- und Ausklappen. Das ist standardmäßig ein bisschen, da sind mehr Knöpfe und um das auf dieses kleine Format runterzudampfen, habe ich mal diese Config geschrieben. Im Grunde, also im Wesentlichen sagt die halt diese extra Keys hier, die ich haben will. Und für andere Sachen kann man sowas machen wie, wenn ich den Back-Key drücke, soll das Escape sein. Das ist ja in Vim recht wichtig. Und ich glaube, standardmäßig, wenn man Volume Down hält und eine Taste drückt, dann ist das, als würde man Steuerung plus diese Taste drücken. Das ist auch sehr gut für Terminal-Sachen. Genau, Git-Syncing gibt es auch. Ich habe dieses Wiki-Sync-Skript, was im Grunde alle aktuellen Änderungen einmal committet und dann irgendwie auf ein privates Repo tut. Und das reicht mir bisher eigentlich, das so zu machen, einmal dieses Wiki-Sync auf beiden Geräten auszuführen, wenn ich das brauche. Und dann irgendwie, manchmal muss man Konflikte auflösen auf dem Laptop und so. Es ist okay. Ich hätte dafür lieber noch irgendwas Smootheres. Mir hat eine Person SyncThing empfohlen. Ich habe das noch nicht dafür ausprobiert, für so Notizdatei-Syncing, aber wahrscheinlich würde das ganz gut gehen. Also wenn ihr euch das bauen wollt oder ausprobieren wollt, wäre das vielleicht was. Und der einzige Nachteil davon ist, dass wenn irgendwie auf verschiedenen Stellen die gleiche Stelle bearbeitet wird, dann gibt es da halt auch einen Konflikt, soweit ich weiß. Und dann kriegt man irgendwie eine Kopie dieser Datei und muss da auch wieder manuell Dinge auflösen. Deshalb denke ich, da braucht man eigentlich irgendwie noch eine bessere Lösung. Und ich bin dran. Ich habe sehr frisch eine Zusage für eine Projektförderung bekommen, wo ich mit einem Freund entwickeln möchte, ein Tool, was so in Echtzeit, also im Grunde soll es sein, wie ein Etherpad zu benutzen, nur dass es um eine lokale Datei geht. Ja, und man dann in einem Editor-Plugin so ermöglicht, dass man die Cursor der anderen Leute sieht und dass man da irgendwie konfliktfrei Dateien bearbeiten kann. Wenn euch so ein Thema interessiert, kommt auch total gerne nachher mal vorbei. Da würde ich auch gerne drüber erfahren, was Leute davon irgendwie, wie Leute sowas benutzen wollen würden. Aber ich denke, das wäre irgendwann in der Zukunft mal ein Weg, sowas in schön zu haben. Gut, dann zu guter Letzt, wenn ihr Lust habt, euch auch ein eigenes solches Wiki anzulegen, habt ihr mehrere Möglichkeiten, also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber eins wäre, wenn ihr eh schon Vim benutzt und mögt, könnt ihr mal Vimboy ausprobieren, ob das für den Anfang reicht. Es gibt die alte Vim-Skript-Version auch noch, die ich lange verwendet habe für Vim-Versionen. Und wenn ihr NeoVim benutzt und Lua-Support habt, gibt es diesen Rewrite.
Genau, vorhin gab es den Vortrag über Obsidian, wo ganz viele Plugins auch gezeigt wurden, wie man dann da externen Content besser reinkriegt. Zum Beispiel, wenn euch das interessiert, kann ich das angucken. Das ist eine proprietäre Software, aber für persönlichen Gebrauch kostenlos. Und ich denke, es ist auch nicht der schlechteste Weg, damit mal anzufangen und auszuprobieren, ob das euch liegt, irgendwie Informationen so zu sammeln. Am liebsten hätte ich, dass mal jemand Obsidian in Open Source nachbaut quasi. Aber im Grunde ist es ja auch eine Sammlung von Markdown-Dateien und da kriegt ihr die Inhalte auf jeden Fall wieder raus. Die sind da irgendwie nicht eingesperrt oder so. Genau. Und was ihr auch machen könnt, ist einfach so wie ich im Grunde einen Ordner mit Plaintext-Dateien mal anlegen und darin Sachen sammeln und vielleicht entwickeln sich da organisch dann irgendwie mehr Tools drum. Das habe ich nämlich festgestellt, dass für manche Leute so ein Input zu, hier, ich habe dieses Wiki und ich finde es toll, gar nicht ist, okay, ich benutze jetzt dein Plugin, sondern eher so ein, ich baue mir selber eine Lösung, die genau das tut, was ich will. Und das ist ja letztendlich eine sehr, sehr gute Situation, so, ne, dass ihr das genau auf eure Bedürfnisse zuschneidet quasi. Das wollte ich euch noch mitgeben. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Unten sind die Links zu den Folien und ein paar Links zu mir. Und ich danke euch und wünsche euch eine schöne MMCD noch. Ein paar Minuten für Fragen haben wir auch noch. Also ich... Ist schon? Ja, aufmerksam zugehört. Und hättest du nicht irgendwas mit Wimboy gesagt, hätte ich gedacht, du beschreibst Obsidian. Also das ist eigentlich kein Unterschied. Einziger Unterschied, den ich festgestellt habe, in Obsidian kannst du auch Notizen mit einem Stift machen. Oh, Das ist auch ein Plugin, Excalidraw. Jetzt ist das Mikro ausgegangen. Hallo, Test. Ja, dich dran bin ich, glaube ich, schon. Excalidraw heißt das und genau zu diesem Zweck nutze ich das. Das ist eigentlich für andere Zwecke gedacht, aber weil ich auch gerne Denken mit dem Stift mache, male ich da und das ist eigentlich ganz gut dafür geeignet. Und so eine Frage wäre, hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht nicht Obsidian mit weiterzuentwickeln, weil ihr seid so ähnlich und statt Konkurrenz vielleicht das andere mit verbessern? Also ist auch mein Eindruck, dass es für Obsidian einen großen Schatz von Plugins gibt, ne, für alles Mögliche, was man machen will. Auch irgendwie noch fortgeschrittenere Tabellen, die auf Unterseiten verweisen und so, auf jeden Fall. Und wenn ihr da irgendwie so ein Feature-Reichtum gut gebrauchen könnt, wäre das bestimmt ein geeignetes Tool. Ich glaube, für meinen eigenen Use Case ist es, habe ich so abgewogen, irgendwie, dass ich da eher in Richtung eines sehr, sehr einfachen Plugins gehen wollte, quasi. Ja. Und da irgendwie voneinander zu lernen, also zum Beispiel diese Sache mit den verschachtelten Inhalten, ne? Was Obsidian ja hat, Wimboy bisher nicht, aber das ist ja auch was, wo ich dann dachte, könnte ich eigentlich mal ausprobieren, das irgendwie auch nachzubauen oder so. Und da war das ein wertvolles Ding, sich auch anzugucken, auf jeden Fall. Ich wollte dich fragen, seit wie vielen Jahren machst du das? Wo ist gerade die fragende Person? Hi, ja. Seit wie vielen Jahren machst du das? Ich habe das vor ungefähr 12 Jahren angefangen zu schreiben. Okay. Genau. Also das ist jetzt kein Editor, aber ich habe den Eindruck, du hast Orgmode in Vim nachgebaut. Kennst du Orgmode in Emacs? Nie viel benutzt, aber es gibt viele, die davon schwärmen, ja. Aha. Weil ich benutze das ähnlich wie du. Ich mache das in Orgmode, das hat so eine Art Wiki-Syntax. Die Verlinkung wird automatisch gemacht und ich hatte genau das gleiche Problem. Dass wenn ich das im Termux benutze, weil ich den Emacs auch im Termux benutzen kann, dass ich dann die Synchronisation der Daten hinkriegen muss. Da würde ich mich gerne nochmal mit dir drüber unterhalten. Voll gern. Und die zweite Frage ist, hast du dir eine Suchmaschine gebaut für deine Daten? Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die alle flat in einem Directory? Die sind flat da drin und meine Suchmaschine ist eigentlich nur das RIP-Grep, was ich gezeigt habe, wo man dann rekursiv in den Inhalten suchen kann und das reicht, ne? Danke. Und genau, wenn jemand von euch Emacs voll gerne mag, ist Orgmode ganz bestimmt einen Blick wert, weil das, glaube ich, auch Advanced-Dinge wie Kalender-Sachen und sowas kann. Oder halt die Nachimplementation, ja. Mhm.
Wie gehst du denn mit Naming-Konflikten um und mit Renames? Also hast du dafür irgendein Tool gebaut? Weil wenn du jetzt sagst, du highlightest am Anfang vom Wort her, kannst du nicht einfach über alles ein Set drüber jagen. Also Renames im Sinne von, ich benenne eine Seite um, meinst du, oder? Also Renames im Sinne von, eine Seite wird umbenannt, oder was dachtest du? Genau, wenn du das Topic umbenennst. Also wenn du merkst, ich habe jetzt die gleiche Überschrift für zwei verschiedene Topics, wie gehst du damit um? Und wenn du Renames über die verschiedenen Files hast, wie gehst du damit um? Habe ich anfangs, als ich das baute, auch darüber nachgedacht, ob das ein Problem würde. Aber irgendwie ist es einfach kaum ein Problem geworden, dass ich da viele Konflikte hätte, glaube ich. Das ist, glaube ich, meine beste Antwort darauf, dass es sich nicht als Problem herausgestellt hat, zumindest, ja, auch wenn es so eine flache Struktur ist. Ja. Ich fand deinen Vortrag jetzt halt sehr technisch. Ich hatte mir jetzt mehr erhofft, irgendwie, wie verwalte ich ein Wiki so inhaltlich? Mhm. Was schreibe ich da überhaupt rein? Was macht Sinn aufzuschreiben? Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du machst Time-Tracking da drin. Darf ich dich fragen, wie viel Zeit du generell dafür verwendest? Weil du meinst ja, dass du jeden Tag irgendwie, 700-800 Wörter reinschreibst. Das klingt jetzt nicht nach mal eben, sondern nach irgendwie so einem richtig großen Projekt. Liegt daran, dass ich es ja für viele verschiedene Use Cases benutze, würde ich sagen. Und dadurch kommt dann wahrscheinlich diese Summe von 800 neue Zeichen pro Tag zustande. Okay, also du benutzt es quasi als dein Tool, um alles nachzugucken. Das ist so eine allgemeine Infosammlung für mich, genau. Ja. Okay, cool. Ja. So, da als nächstes hier in 8 Minuten der Hunkhase Brandroden möchte zum Thema Palantir, muss ich die Fragerunde leider beenden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und alle weiteren Fragen können hoffentlich im direkten Gespräch geklärt werden. Genau.